Toleranz ist gut, aber nicht gegenüber den Intoleranten, wusste schon Wilhelm Busch. Mit diesen Worten herzlich willkommen zum Programm von Kultur MD. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In der Landtagssitzung am 22. November wurde anlässlich der Regierungserklärung von Ministerpräsident Rainer Haseloff über den Strukturwandel in Sachsen-Anhalt debattiert. Der Ministerpräsident betonte den bevorstehenden Strukturwandel in den deutschen Braunkohleregionen und damit des südlichen Sachsen-Anhalts als Teil des mitteldeutschen Braunkohlereviers. Einen Strukturwandel, wie wir ihn beispielsweise im Ruhrgebiet erlebt haben, dürfen wir uns nicht zum Vorbild nehmen. So ist es ein Alarmzeichen, wenn inzwischen in Gelsenkirchen und in Duisburg das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen unter dem vom Halle liegt. Das gilt umso mehr, als noch vor wenigen Jahrzehnten das Ruhrgebiet der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland war. Der Strukturwandel in Mitteldeutschland muss anders laufen, sonst gefährden wir das, was wir in den letzten Jahrzehnten mühsam aufgebaut haben, so Rainer Haseloff. Cornelia Lüdemann, Vorsitzende der Landtagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, will, dass Sachsen-Anhalt Musterland für erneuerbare Energien wird. Das Land Sachsen-Anhalt sei wie dafür gemacht, Arbeits- und Lebensort der Zukunft zu sein. Sie sieht das Land als Standort von Batteriefabriken, Netzdienstleistungen, Kreislaufwirtschaft, als ein Kompetenzzentrum für Renaturierung, als Drehscheibe für Schienengüterverkehr sowie nachhaltigen Tourismus. Zur aktuellen Debatte vom 22. November Politische Kultur in Sachsen-Anhalt erklärt Siegfried Borgwardt, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Uns Menschen zeichnet Individualität und Diversität aus. Dazu zählen auch unterschiedliche politische Meinungen. Demokratie braucht Debatte. Der Kompromiss ist die Grundlage einer funktionierenden Demokratie. Ein Beispiel dafür ist die schwierige Konstellation der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt. Trotz unterschiedlicher Ansichten und Überzeugungen arbeiten wir zusammen für unser Land und finden tagtäglich gemeinsam Lösungen, die für alle drei Koalitionspartner tragfähig sind. Am Ende ist es unser Ziel, so unterschiedlich wir auch sind, für Sachsen-Anhalt das Bestmögliche zu erreichen. Man muss sich gegenseitig ernst nehmen. Ausgrenzung löst keine Probleme. Die Ausgrenzung ging immer einem totalitären System voraus. In Bezug auf die AfD sagte Borgwardt, abgrenzen, aber nicht ausgrenzen. Das heißt, wir setzen uns mit Argumenten auseinander, prüfen diese, aber lehnen diese nicht per se ab. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pehle erklärt, Politik lebt gerade im Plenum des Parlaments von der Zuspitzung. Das funktioniert aber nur auf einer demokratischen Basis, die von Respekt füreinander geprägt ist. Dabei müssen Grundrechte ernst genommen und dürfen nicht in Frage gestellt werden, wozu es auch gehört, Minderheiten nicht pauschal zu verunglimpfen. In Bezug auf das Verhalten der AfD äußert sich die SPD-Fraktionsvorsitzende, dem Schaden an der politischen Kultur innerhalb wie außerhalb des Parlaments folgt der Schaden im gesellschaftlichen Klima auf dem Fuße. Mit ihrem Meldeportal will die AfD unter Pädagoginnen und Pädagogen Unsicherheit verbreiten und kritische politische Diskussionen im Unterricht verhindern. Es ist kaum anzunehmen, dass die AfD ihre Radikalisierung oder ihr populistisches Geschäftsmodell stoppen will oder kann. Ich habe trotzdem Hoffnungen für eine positive politische Kultur, in der man Demokratie nicht nur als entleertes Verfahren, sondern auch als gelebtes Wertesystem versteht. Das setzt aber voraus, dass politische Diskussionen mit Achtung und Respekt geführt werden. Die Gräber der unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgten Sinti und Roma sollen erhalten bleiben. Das hat das Kabinett kürzlich beschlossen. Diese Gräber sollen als Mahnmal gegen Rassenhass und Völkermord dauerhaft erhalten bleiben. Die Bund-Länder-Vereinbarung wurde mit dem Zentralrat der Sinti und Roma, der Sinti-Allianz Deutschland e.V., dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, der Deutschen Bischofskonferenz sowie der Evangelischen Kirche in Deutschland abgestimmt und soll im Dezember von den Regierungschefs der 16 Bundesländer und von der Bundesregierung unterzeichnet werden. Im Wesentlichen ist vorgesehen, dass auf Antrag die Grabnutzungsgebühr ab der erstmaligen Verlängerung der Grabnutzung erstattet werden kann. Ist keine grabnutzungsberechtigte Person vorhanden, übernimmt der Friedhofsträger, Kommunen und Kirchen, das Grab in seine Obhut und kann eine Erstattung der entgangenen Grabnutzungsgebühren beantragen.
Für den Haushaltsplan 2019 sind dafür 50.000 Euro vom Ministerium für Inneres und Sport angemeldet worden. In Sachsen-Anhalt selbst befinden sich nur wenige Gräber, die unter die Vereinbarung fallen werden. Die aus der Vereinbarung entstehenden Kosten werden Bund und Länder jeweils zur Hälfte tragen. Die Festlegung des Länderanteils wird auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels erfolgen. Die Landesregierung hat dem Bauvorhaben des Universitätsklinikums Magdeburg zum Neubau des klinischen Hörsaals als Pilotprojekt zugestimmt. Somit ist die Uniklinik Bauherr. Der Neubau eines Hörsaals mit rund 300 Plätzen und einem Bettenzugang soll den regulären Vorlesebetrieb auch für große Studiengruppen ermöglichen und die erforderliche Qualität der Lehre sichern. Darüber hinaus sollen weitere Möglichkeiten zur Durchführung von wissenschaftlichen Veranstaltungen und Tagungen auf dem Campus geschaffen werden. Das Bauvorhaben mit einem geschätzten Kostenvolumen von ca. 5,8 Millionen Euro soll mit Mitteln, die der Bund im Rahmen des Hochschulpaktes bereitstellt und durch ein internes Darlehen der Medizinischen Fakultät bei der Universität Magdeburg finanziert werden. Infolge der Durchführung als Pilotprojekt außerhalb der staatlichen Bauverwaltung entstehen für den Landeshaushalt keine zusätzlichen Kosten. Das Uniklinikum Magdeburg ist aber bei der Durchführung der großen Baumaßnahme an die Regelungen der Landeshaushaltsordnung gebunden, so der Finanzminister. Gemäß § 114 Absatz 5 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt können die Hochschulen mit Zustimmung der Landesregierung Bauvorhaben außerhalb der staatlichen Bauverwaltung durchführen, soweit es sich um Pilotprojekte handelt. Der David Williams Award der Deutschen Gesellschaft für interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin, DGINA e.V., geht in diesem Jahr an Professor Dr. Felix Walcher. Damit ehrt die DGINA den Magdeburger Unfallchirurgen für seinen Einsatz für eine professionelle und patientenorientierte Notfallmedizin. Professor Dr. Felix Walcher, Direktor der Universitätsklinik für Unfallchirurgie Magdeburg, hat das Verbundforschungsprojekt Verbesserung der Versorgungsforschung in der Akutmedizin in Deutschland durch den Aufbau eines nationalen Notaufnahmeregisters, kurz ACTIN, mitinitiiert. An das Notaufnahmeregister sind derzeit 15 Notaufnahmen angeschlossen. Sie liefern Behandlungsdaten in standardisierter und strukturierter Form auf der Grundlage eines standardisierten Notfallprotokolls. Von zentraler Stelle können diese Daten fallbezogen, anonymisiert und akkreditiert abgerufen und zu Forschungszwecken genutzt werden. Die Deutsche Gesellschaft für interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin, DGINA e.V., ehrt seit 2014 mit dem David Williams Award herausragende Leistungen in der fachübergreifenden Notfallmedizin. Benannt ist die Auszeichnung nach Dr. David Williams, der vor 50 Jahren als Pionier der britischen Notfallmedizin maßgeblich an der Einführung eines Facharztes für Notfallmedizin beteiligt war. Damit legte er einen Grundstein für die Professionalisierung der notfallmedizinischen Versorgung. Der Award soll an diese herausragende Leistung erinnern und ist mit der Verleihung einer Goldmedaille im Wert von gut 2.500 Euro verbunden. Das war's mit unserer aktuellen Ausgabe von Kultur im DTV. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme und ruhige Zeit. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen.